Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2014 und bei einem weiteren Video von mir, Boredom Reaper. Ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Der gestrige Abend war ziemlich lustig. Ich habe gerade den ersten bei mir auf dem Tacho. Nun ja, in diesem Video geht es ein bisschen um Dark Souls, denn viele haben gesagt, hey, nachdem du das Let's Play gemacht hast, mach einen Challenge Run. Und dazu hatte ich folgende, meiner Meinung nach, recht geniale Idee. Zuerst einmal, was ist ein Challenge Run? Wofür macht man Challenge Runs? Challenge Runs ist etwas, was in einem Spiel vorkommt, wo man sich absichtlich entweder neue Regeln dazu setzt oder sich absichtlich was wegnimmt vom Spiel, um sich selbst eine zusätzliche Herausforderung zu geben. Ich habe bereits ein Video gemacht zu dem Thema Schwierigkeit in Spielen. Kann ein Spiel überhaupt auf Dauer schwierig sein? Wenn man so oder so weiß, wo alle Gegner sind und wo alles ist, dann hat man nicht mehr diesen Überraschungseffekt. Ich habe dazu mehrere Videos, glaube ich, sogar gemacht, zu diesem kreativen Denken der Gegner, dass man das nicht einprogrammieren kann. Ist einfach so. Und ein Challenge Run, der gibt einem die Möglichkeit, ein Spiel in Anführungsstrichen nochmal neu zu erleben, indem man verschiedene Facetten des Spiels erkundet, auf die man sonst nie kam. Ein Challenge Run ist also dazu gedacht, um Schwächen, die man in einem Spiel hat, auszunutzen und diese so lange absichtlich in den Vordergrund zu stellen, bis man sie dann beseitigt hat oder bis man in diesen Schwächen dann so gut ist, die so weit ausgearbeitet hat, dass sie nicht mehr Schwächen sind. Wenn ich zum Beispiel oder als ich Schwächen hatte, noch ganz mal von Dark Souls, da habe ich mich viel zu sehr auf mein Schild verlassen und ich habe wirklich nicht verstanden, was offensives Spielen ist, habe ich einen Challenge Run gemacht, wo ich ohne Schild gespielt habe. Also habe ich einfach nur die Stärke der Zweihänder erforscht oder wie stark es sein kann, mit zwei Händen eine Waffe zu führen in Dark Souls, was das eigentlich bringt. Dann habe ich gemerkt, ich setze viel zu wenig Wert auf Magie und dann habe ich einen Run gemacht, wo ich keinerlei Upgrades verwendet habe, also gar keine. Weder Waffen-Upgrades noch Rüstungs-Upgrades noch gar nichts. Am Anfang habe ich auch noch ein bisschen auf Heilung verzichtet, aber das kam dann später noch dazu. Aber so habe ich Magie erforscht, weil ich das sonst einfach relativ selten benutzt habe. Und ich habe folgende Idee zu Dark Souls. Ich habe letztens bei Azurich gesessen und ich habe Demon's Souls gespielt, weil ich der Meinung bin, dass Demon's Souls von der Schwierigkeit oder von dem System der Schwierigkeit eher zu Dark Souls 2 ähnlich wird. Weil in Dark Souls 2 hat man immer diese Heilsteine, das heißt, man hat mehr Heilung. So werden, genau wie in Demon's Souls, die einzelnen Engagements mit den Gegnern schwieriger sein. Denn Dark Souls ist ja meiner Meinung nach eher so ein Marathonlauf. Man hat nur 10 Estus oder 5 Estus. Mit Menschlichkeit heilen macht am Anfang beim ersten Durchspielen kaum einer, weil man einfach nicht weiß, wo man Menschlichkeit herkriegt. Man ist nicht so wirklich im Spiel drin, sodass es eher zu einem Marathonlauf wird. In Demon's Souls oder wahrscheinlich auch in Dark Souls 2 kann man allerdings sein Healing-Zeug farmen. Das heißt, man wird wahrscheinlich eher die Schwierigkeit nicht darin sehen, dass wir einen Marathonlauf zu sehen, dass man von einem Pol zum nächsten Pol sich immer wieder so durcharbeitet, vorsichtig ist, sondern dass, sobald man gegen der Pol, diese viel, viel stärker sind und man mehr auf den Kampf, auf das Hier und Jetzt fokussiert ist. Und da muss man verschiedene Waffen kennen, muss wissen, wie man auf Situationen reagiert, in denen man noch nicht war. Und dass ich Demon's Souls gespielt habe, ist es mir aufgefallen, dass ich auf Waffen nicht klarkomme. Ich habe in Dark Souls ein gutes Verständnis von vielleicht 5, 6 Waffen, wo ich genau sagen kann, ich weiß, wie die funktionieren. Ja? Und ihr seht wahrscheinlich schon die Footage im Hintergrund, die ist ein bisschen fucked up. Ich wechsle die ganze Zeit Waffen wie ein Irrer. Woher nehme ich die alle? Es gibt zwei Mods in Dark Souls, die man benutzen kann mit der Cheat Engine zusammen. Also, Disclaimer von vornherein, ich werde dazu kein Video machen, weil ich nicht kleinen Kindern erklären will, wie man in Dark Souls 2 oder in Dark Souls 1 mit der Cheat Engine so cheatet, dass man das macht, was jetzt alle in PvP machen, nämlich mit hochgepatchten Waffen, die irgendwie 10.000 Damage machen, alle one-shottet. Ich werde das nicht tun. Ja, aber man kann mit der Cheat Engine sich zwei Mods runterladen, eigentlich mehrere, aber die zwei Mods, die ich benutzen werde, ist die Hyper-Aggro-Mod, wo alle Gegner total aggro sind. Also man pullt mehr oder weniger halb Lore dran, wenn man irgendwo reingeht und das wird auf jeden Fall cool. Und wo man alle 7 Sekunden eine zufällige Waffe bekommt. Wieso mache ich das? Durch die Hyper-Aggro-Mod laufen einem die Gegner hinterher, die sind aggressiver, die hören nicht auf, einen zu verfolgen. Die pullen von viel weiter weg, das heißt, man muss intelligenter spielen, man muss schauen, wie man sich verhält, man ist in einen viel gefährlichen Kampf verwickelt und das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie in Demon's Souls oder Dark Souls 2, weil mir das in Demon's Souls aufgefallen ist, dass die Engagements da ein bisschen härter sind. Ich habe die Welt 1-1, 1-2, 2-1 und 2-2 gemacht, innerhalb von 2 Stunden oder so, und ist echt hart.
und die alle 7 Sekunden eine zufällige Waffe. Wieso das? Nun ja, zuallererst, alle 7 Sekunden bekommen eine zufällige Waffe. So kann es sein, dass man eine Waffe bekommt, die sofort am Anfang plus 8 göttlich hat oder plus 3 Blitz, oder kann auch sein, dass man ein zerbrochenes Schwert plus 7 bekommt, was total sinnlos ist. Es kann alles sein. Es kann auch sein, dass man einfach nur ein Magietalisman bekommt, aber kein Magic Spell equipped hat. Kann sein, dass man die Pyro-Hand bekommt, aber eben keine Pyromantie ausgerüstet hat. Ihr versteht, was ich meine. Dadurch will ich lernen, mich auf verschiedene Waffen einzustellen, dass ich mehr als nur 5 oder 6 Waffen kann. Mit diesen 5 oder 6 Waffen meine ich, dass ich genau im Kopf habe, wie weit die Range ist, wie viel Ausdauer ich jetzt brauche für den und den Move, was ich jetzt eine Heavy Attack mache oder einen normalen Angriff und so weiter. Welche Waffe kann kicken, mit welcher Waffe mache ich welchen Typ von Schaden, solche Sachen. In dem Sinne ist das viel wichtiger, wer zum Beispiel Piercing Damage macht, wer Slash Damage macht und so weiter. Deswegen würde ich das gerne lernen in Dark Souls, weil ich keine PlayStation 3 habe, nicht an Demon's Souls üben kann. Ich finde das eigentlich ziemlich interessante Mods und das bringt eine komplett neue Wende in das Spiel. Deswegen meine Frage an euch, wieso ich dieses Spiel überhaupt mache. Hättet ihr Interesse an einem Challenge Run von mir mit diesen beiden Mods? Der Hyper-Aggro-Mod und diesen alle 7 Sekunden random Waffe. Ich werde das auf keinen Fall so machen wie mein erstes Let's Play, das hier unten in der Beschreibung irgendwo nach schauen könnt, wo ich euch alles versuche zu zeigen und viel zu Lore erkläre. Es wird einfach nur hauptsächlich zocken, auf Situationen reagieren, vielleicht ein bisschen erklären, wieso ich jetzt was tue, aber es ist halt so, man ist zum Beispiel unterwegs, man bekommt auf einmal ein Schild in die rechte Hand, mit dem kann man den nicht angreifen, aber die Gegner rennen auf einen zu, also muss man wieder weg, aber wenn man zurückrennt, die Gegner verfolgen ja einen, die sind ja hyper-aggro, bekommen auf einmal neue Waffen, muss man sich umdrehen. Also es ist viel mehr reaktionär, viel mehr in dem Moment. Das heißt, könnte viel lustiger werden, hier auf jeden Fall unglaublich oft sterben. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das Spiel damit überhaupt schaffen kann, weil diese beiden Mods sind echt hart. Also das ist echt sehr, sehr schwer. Deswegen könnte interessant werden. Habt ihr Interesse an so einem Challenge-Run? Wie gesagt, ich werde nicht alles zeigen. Die meisten Farm oder irgendwelche Ringe zu holen oder sowas werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Wird hauptsächlich nur sozusagen Progress gezeigt. Falls ich zu oft an einer Stelle sterbe, werde ich vielleicht so mehrmals meine Todesmomente einblenden oder sowas. Es könnte interessant werden, könnte lustig werden. Habt ihr Interesse an sowas? Wäre es euch Spaß machen, sowas zu sehen? So eine Art Challenge-Run-Let's Play mit diesen beiden Mods. Das Problem ist, ich kann ja Waffen nicht upgraden, ich kann keine Magie benutzen, ich kann keine Pyromantie benutzen, weil ich nie sicher sein kann, jetzt das zu bekommen, was ich bekomme. Ich kann meine Rüstung verändern, das ja, aber ich kann natürlich ein Schild haben in der linken Hand, aber in der rechten Hand sind beide Slots automatisch durch dieselbe Waffe belegt und ich bekomme alle 7 Sekunden neue. Manchmal reichen die Stats nicht, manchmal kann die Waffe nicht das, was ich von der brauche und und. Man muss sich immer wieder auf was Neues einstellen, so könnte es viel spannender werden. Die beiden Mods, falls ihr googeln könnt, ihr werdet sie finden, es ist nicht wirklich schwierig. Aber wie gesagt, erklären, wie man beide benutzt, werde ich nicht. Einfach aus dem Grund, dass Dark Souls so oder so versorgt ist von Cheatern. Und ich will es anderen Leuten nicht noch leichter machen, in Dark Souls zu cheaten. Obwohl es Cheat Engine heißt, werde ich sie nur für diese beiden Mods benutzen. Und ich fühle mich auch so schon schmutzig und ihr versteht, was ich meine. Also allgemein, schreibt es in die Kommentare, vielleicht habt ihr andere Vorschläge. Durchspielen werde ich jetzt, oder versuchen durchzuspielen werde ich jetzt so oder so. Ob ich es jetzt aufnehme oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Frage ist, habt ihr Interesse an sowas? Würde es euch Spaß machen? Oder habt ihr vielleicht irgendwelche anderen Ideen? Was denkt ihr, ist das überhaupt schaffbar? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Four Kings damit allzu leicht werden. Oder einfach Anor Londo einfach so easy sein kann. Vor allem mit der Hyper-Aggro-Mod. Könnte auf jeden Fall lustig werden. Könnte sehr lustig werden. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare und ich schaue einfach mal, was so die Meinung ist. Aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Ihr könnt es natürlich auch selbst ausprobieren. Wie gesagt, es ist nur 10 Minuten Arbeit, das alles schnell runterzuladen und zu installieren. Hat mich jetzt nicht so viel Mühe gekostet. Aber nur so als Gedanke. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.